Der Torgranate-Expertentipp öffnet wieder seine Pforten. Wir sind wieder da und ja, wollen unsere Fachkenntnis dann auch aufs Papier bringen. Haben drei Spiele zum Start, auswerten müssen wir nichts und fangen an der Hessenliga. Borussia Fulda gegen Dreieich. Johannes, du stehst ganz rechts. Ich darf anfangen. Oder ganz links für die Zuschauer. Leg los. Ach, ich glaube, dass Dreieich Meister wird und auch in Borussia Fulda gewinnen wird. 3-1 für Dreieich, schätze ich. Ich ist einfach eine gute Mannschaft. Auch. So sehr ich mir wünschen würde, dass Borussia was holen würde, so wenig glaube ich daran. Ich glaube aber, dass es eng wird. Dreieich gewinnt 1-0. Hinspiel war, glaube ich, 3-0. Ne? 3-0, ja. Katastrophal. Ich war da. War schön. Dein Vater war sehr, sehr. Ja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Borussia da irgendwas holt, weil ich weiß nicht, Dreieich ist einfach zu gut, finde ich. Also extrem stabil. Deswegen sage ich 1-0 für Dreieich. Ich glaube, es gibt nur 1-0. Gut. Ich muss ja irgendwie dagegen halten, das ist mir viel zu harmonisch, sonst von daher sage ich 1-1. Irgendwie holen sie mal einen Punkt, aber am grundsätzlichen Ausgang der Saison wird sich dadurch nichts ändern. Anders ist das bei CSC Kassel gegen Hünfeld. CSC, gut, gegen Petersbeck nur 3-3 gespielt. Jetzt Hünfelder heim. Ja, Johannes, was machen die Hünfelder? Nächster Schritt nach vorne. Ja, das, ich glaube, das wird einerseits eine Sache der Körperlichkeit so ein bisschen auf dem kleinen Platz, das wurde jetzt schon oft genug erwähnt, auf dem kleinen Kunstrasen und sicherlich auch so ein bisschen Glückssache. Ich glaube, dass Hünfeld, ja, die haben jetzt 10-mal in Folge gewonnen. Ich glaube, diesmal sind sie fällig und es gibt noch ein 3-3, genauso wie CSC letzte Woche gespielt hat gegen Petersberg, torreich 3-3. Ja. Colli, jetzt kannst du sogar mal einen Sieg ticken hier. Jetzt kann ich sogar... Oder den Götze ausschlägen. Ja, es wundert mich sehr, dass Johannes nicht auf Hünfeld tippt. Die Bälle flach, merkst du es? So strategisch auch schon. Ich tippe dagegen auf Hünfeld, weil ich einfach denke, dass Hünfeld die bessere Mannschaft ist. Hünfeld gewinnt 3-1. Nee, 3-1 glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen 2-1-Sieg für Hünfeld. Beide Mannschaften sollten eigentlich schon gewinnen. Also für CSC wird es dann schon eng, wenn sie gegen Hünfeld verlieren. Also zumindest Platz 1. Und Hünfeld tut auch gut ran, weil danach haben sie uns und ich rechne jetzt nicht, aber wenn sie das nicht gewinnen und dann gegen uns verlieren, dann können sie schon eine Wachablösung geben. Ja? Das ist so offensiv, ich bin das gar nicht gewohnt aus Johannes. Tatsächlich, ja. Nein. Aber Hünfeld gewinnt, weil Hünfeld ist gut, Hünfeld ist stabil, Hünfeld will hoch, Hünfeld hat Ambitionen und ich glaube, dass sie jetzt einen ganz großen Schritt dafür machen und 2-1 gewinnen. Ja. Also im Kunstrasen sind sie erprobt, die Hünfelde, das ist klar. Selbstvertrauen haben sie auch, wenn ich an den Lupfer von Maxi Fröhlich denke, der Situation. Wenn sie jetzt noch die Robustheit an den Tag nehmen, man sagt immer CSC, sehr robuste Mannschaft, glaube ich auch, dass Hünfeld dann den Ticken besser ist und das Ding ja, 2-0 gewinnt. Das wird. Ja, noch ein Verbandssieger. Hoffe ich natürlich, dass ihr recht habt. Ja. Wir gehen dann nochmal die Verbandssieger ein bisschen weiter runter. Ja. Kraftschick Radar, aber es ist fast schon die letzte, allerletzte Chance. Schwalmstadt gegen den RSV Petersberg. Ja. Ja, ich habe Schwalmstadt dieses Jahr einmal gesehen in Hünfeld, wo Hünfeld tatsächlich das einzige Mal daheim nicht gewonnen hat. Und ich war eigentlich so bitter enttäuscht von Schwalmstadt. Das ist, ich glaube, eine sehr robust, kampfstarke Mannschaft, aber fußballerisch doch aktuell relativ limitiert. Limitiert, da waren sie schon, es gab Jahre, da waren sie halt deutlich stärker. Das ist einfach so ein Steven Preuß fehlt da, der jahrelang dieses Spiel dominiert hat. Deswegen glaube ich, dass Petersberg dort was ziehen wird und die Hoffnung leben lässt und gewinnt 2-0. Ich bin auch bei Petersberg, weil ich einfach denke, dass unter dem Jürgen Kraftschick nochmal ein neuer Schwung gekommen ist in die Mannschaft. Das hat man ja schon beim CSC gesehen. Und deswegen werden sie auch in Schwalmstadt gewinnen, 2-1. Tut mir schon ein bisschen leid für meinen Trainerkollegen Attila Güben, war ja JV Viktoria Fulda Schule. Macht es, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, jetzt auch mit Mirkovic haben sie nochmal einen guten fürs Zentrum bekommen, weil im Zentrum war meines Erachtens nach schon, hatten sie schon Defizite. Aber trotzdem, ich glaube, Petersberg muss und Petersberg wird. Ich glaube, sie lernen schon aus den Spielen jetzt und jetzt gewinnen sie auch mal zu Null und dann reicht ja ein Tor. Und da der Arjomel dabei ist, tun sich mit dem Tor und schießen ja eigentlich eher schwer. Deswegen sage ich, sie gewinnen 1-0. Ja, letztes Jahr war es auch so eine letzte Chance in Schwalmstadt, da haben sie 4-1 richtig auf die Mütze bekommen. Ich weiß nur, der Ralf, bitte enttäuscht, so steigen sie ab. Vielleicht haben die Spieler dieses Spiel noch im Kopf. Ich glaube auch Schwalmstadt, es wird echt sauschwer für Petersbeck. Realistisch gesehen glaube ich, es gibt nur ein Unentschieden, aber ja, wir haben die osthessische Brille auf und Petersbeck gewinnt 2-1, dreckig, aber
Von daher sind wir mal optimistisch, gerade in dem Fall. Und guten Hünfelder Fall natürlich auch. Und, und schauen, was da rauskommt am Wochenende. Viel Spaß auf jeden Fall.